Das herausfordernde Verhalten Demenzkranker kann die pflegenden Personen unglaublich überfordern und auch provozieren und wirklich an die Grenzen bringen. Das herausfordernde Verhalten von Demenzerkrankungen beschreibt die sogenannten demenzassoziierten Verhaltensauffälligkeiten. Das sind Verhaltensweisen von demenzerkrankten oder hirnorganisch veränderten Menschen, die eine Betreuung in der Häuslichkeit oder im Pflegeheim unmöglich machen. Die Symptome sind unterschiedlich. Das umfasst Auffälligkeiten wie Weglaufbestrebungen im Zustand von Desorientiertheit, Tag-Nacht-Rhythmusstörungen, wenn die Betroffenen tagsüber völlig apathisch sind und nachts nur auf und ab laufen. Es können Personen- und Situationsverkennungen vorkommen, dass zum Beispiel auch nahe Angehörige oder Pflegedienstmitarbeiter verkannt und als bedrohlich erlebt werden, was dann zu bärigem Verhalten bis hin zu Fremdaggressivität führen kann. Es gibt Selbstmordgedanken, es gibt Nahrungsflüssigkeit und Medikamentenverweigerung. Also all diese Dinge, das, glaube ich, kann man gut auch da nachvollziehen, machen die Versorgung zu Hause und im Heim eben dann sehr schwer. Und das ist der Grund, warum die Betroffenen dann zu uns zur Diagnostik und Behandlung kommen. Zunächst geht es darum, dass die Patienten einen durchstrukturierten Tagesablauf haben und dass wir schauen, dass regelmäßig Nahrung, Flüssigkeit und auch die Medikamenteneinnahme dann erfolgen. Meistens reicht das alleine nicht. Das heißt, wir müssen auch auf Psychopharmaka zurückgreifen. Es gibt mittlerweile eine Gruppe von Medikamenten, die ausdrücklich die Zulassung haben, solche Verhaltensauffälligkeiten bei hirnorganisch veränderten älteren Menschen zu behandeln. Damit haben wir sehr gute Erfolge. Wir behandeln immer nach dem Motto, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also wir fangen mit minimalen Dosen an, steigern ganz langsam und versuchen auch, die Zahl der verordneten Medikamente möglichst gering zu halten. Es wird immer die sogenannte Polypharmazie gefürchtet. Das heißt, dass mehr als 5 Medikamente gleichzeitig verordnet werden. Das führt zu völlig unübersehbaren Interaktionen und das haben wir quasi immer auf dem Schirm, dass sowas nicht passiert.